Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal und dieses Video heute ist einfach nur ein kurzes Informationsvideo zum neuen Fahrzeug, was in GTA Online hinzugefügt wurde. Also das Fahrzeug kann man auf Legendary Motorsport kaufen für knackige 900.000 Dollar. Es trägt den Namen Karin 190Z, irgendwie recht kreativ oder auch nicht, aber auf jeden Fall gucken wir mal, was das Fahrzeug alles so kann. Fahrzeugwerte sind, naja, wie soll man es sagen, ein bisschen beschissen. Also vom Tempo her scheint das Fahrzeug auf jeden Fall nicht wirklich den ersten Platz zu belegen. Beschleunigung ist auf jeden Fall relativ gut. Bremsleistung ist wie immer bei jedem Klassiker, naja. Aber Traktion scheint auf jeden Fall auch richtig gut zu sein. Aber ich würde mal sagen, gucken wir erstmal in der Tuning-Werkstatt nach, was man mit dem Fahrzeug so anstellen kann. Und Leute, ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht. Mit dem Fahrzeug kann man wirklich so viel machen. Das hat eine komplette Typveränderung hingekriegt. Das ist wirklich absolut heftig. Also ich bin immer noch ein bisschen geflasht vom Fahrzeug, was man einfach mit den alles machen kann. Es ist auch wirklich ein komplett neues Fahrzeug irgendwie. Aber Leute, die Endgeschwindigkeit kann ja trotzdem nicht aufgetunt werden. Aber sonst ist das Fahrzeug einfach einsame Spitze. Man kann mit dem Fahrzeug einfach tuningtechnisch so viel machen. Man kann Designs draufklatschen, man kann einfach alles verändern. Man kann sogar den Motorblock verändern. Also es ist ja schon fast wie Bennys Fahrzeug, wenn man es so überlegt, aber halt für Los Angeles Customs. Naja, vielleicht hätten sie es ja bei Bennys einfach mal hinzufügen sollen. Na gut, wenn wir es jetzt mal hier fertig getuned haben, muss man natürlich sagen, das Fahrzeug klingt relativ ähnlich wie das Dinger GT. Also finde ich persönlich jetzt. Kann sein, dass ich ein falsches Gehör habe oder sonst irgendwas, aber er klingt so wie das Dinger GT. Aber das Dinger GT ist aber schneller, muss man auch dazu sagen. Aber was bei diesem Fahrzeug auf jeden Fall lobenswert ist, Leute, die Traktion. Aber sowas von. Ihr könnt mit dem Fahrzeug mit einer relativ hohen Geschwindigkeit locker durch Kurven fahren. Das ist wirklich absolut heftig. Wenn man überlegt, mit normalen Klassikern durch Kurven zu fahren, ja, das ist irgendwie so leicht lebensgefährlich, weil das Heck halt wirklich dauernd ausbricht bei normalen Klassikern. So, es ist zwar auch ein normaler Klassiker hier, aber das Fahrzeug bricht halt hinten nicht aus, was für Rennen irgendwie recht vorteilhaft sein kann. Deswegen, wenn ihr ein Rennen fahrt, was halt mit Klassikern zu tun hat und sehr, sehr kurvenreich ist, ist dieses Fahrzeug auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Da habt ihr auf jeden Fall genug Traktion. Aber sobald im Rennen eine Strecke kommt, wo er es auf Höchstgeschwindigkeit kommt, dann habt ihr mit dem Fahrzeug auf jeden Fall verloren. Leider ist das Tempo von diesem Fahrzeug nicht wirklich sehr hoch. Finde ich persönlich sehr schade. 900.000 Dollar ist doch recht ein stolzer Preis. Und wenn man überlegt, die ganzen Tuning-Teile sind ja auch nicht umsonst. Also schon irgendwie recht, alles recht teuer. Aber das kennen wir ja schon von Rockstar. Deswegen bin ich da ja wenig überrascht. Aber was sagen wir denn vom Aussehen her, vom Look her? Also innen alles schön mit Holz verkleidet, also im Raum. Das gefällt mir persönlich sehr gut, ist mal was anderes, sage ich jetzt mal. Von außen sieht das Fahrzeug eigentlich relativ auch ganz in Ordnung aus, sieht halt aus wie ein Klassiker, aber halt irgendwie auch nicht wirklich wie ein Sportklassiker, also jetzt nicht so wie ein Stinger GT oder sowas. Saisonwagen für den Sommer, wo man jetzt mal schön durch die Berge cruisen kann, aber wirklich ein Rennwagen ist es von normalen Tuning-Stand her eher nicht. Aber sobald man es halt aufgetunt hat, mit Design drauf geklatscht hat, Spoiler drauf, was ich alles, ist es natürlich ein Rennwagen. Da sieht es auch aus wie ein Rennwagen, keine Frage. Aber mir gefällt es in der getunten Variante sehr gut und auch einfach in der Normalfassung. Und ob es jetzt eine Kaufempfehlung ist, ach, irgendwie schwierig zu sagen, Leute. Also 900.000 Dollar ist schon echt irgendwie happig, sage ich jetzt mal. Für dieses Geld kriegen wir auf jeden Fall bessere Klassiker und legendäre Klassiker, sage ich jetzt mal. Also gut, das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Ihr könnt ja das Fahrzeug gerne kaufen. Ich habe es ja auch natürlich gekauft, also so ist es nicht. Ich könnte es einmal auftunen, daraus einen richtig schicken Rennwagen machen. Und ja, aber als lustiges Feature noch am Ende, wenn ihr die ganzen Sachen, also die Türen, Motorhaube und so aufmacht, dann werdet ihr merken, dass selbst eine kleine Klappe beim Auspuff aufgeht an der Seite. Ist schon irgendwie richtig, richtig lustig. Ist mir aber nur durch Zufall aufgefallen. Ich finde es einfach lustig, in welchen Details Rockstar arbeitet an Fahrzeugen. Also das ist auch echt lustig. Wenn euch die kleine Information zum Fahrzeug gefallen haben, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr das Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.